Nächste ist Steffi Kraker, die routinierteste in dieser Riege. Eine Leipzigerin, Weltmeisterschaft 7. Als einzige aus der Riege der DDR, die 1976 die Bronzemedaille in Montreal gewonnen hat, übrig geblieben. Sind überhaupt nur noch ganz, ganz wenige mit dabei. So die beiden Turnerinnen, die 1976 das Geschehen beherrscht haben, nämlich Nadia Comaneci und ihre große Rivalin von damals, Nelly Kim. Eine Übung, die mit 9,7 Punkten vielleicht eher etwas unterbewertet worden ist. Steffi Kraker. Älteste ihrer Riege, 20 Jahre alt.